Jo, Freunde, willkommen zurück bei Video Gems. Willkommen zurück zu Bonus Gems, zu einem Ersteindruck. Ich habe nämlich letztens Vortex bekommen für Super Nintendo. Ist in einem ganz ordentlichen Zustand, Preis war okay und es hat mich interessiert. Ich habe es noch nie gespielt, ich weiß, es ist, ich sag mal, so mittelprächtig weggekommen oder sogar schlecht weggekommen. Egal. Mich macht es an, weil es ist von Argonaut und es hat diese Low-Poly-Ästhetik, ne? Es benutzt den ersten Super FX-Chip. Und ich war sehr gespannt. Ich glaube jetzt nicht, dass es eins meiner Favoriten wird oder so, aber ich möchte mal reingucken. Deswegen gibt es jetzt einen Ersteindruck zu Vortex. Das japanische Cover ist übrigens super geil. Habe ich leider nicht. Ich habe die PAL-Version gekauft. Aber das japanische Cover ist mega. Würde ich mir ein Poster von aufhängen. So, mal gucken. Titelbildschirm? You will soon have command of the morphing. Was? This is Walker Mode. The principal mode of the MBS. The three forward speeds and one reverse. You can jump high. Bla bla bla. Aha. Ich habe gelesen, das Spiel kam nach Star Fox, nach, wie hieß denn das andere, das Rennspiel? Stunt Car FX, kann das sein? Und, hat Argonaut nicht noch was gemacht? Mit Nintendo zusammen? Ach ja, X, genau, für Game Boy, das leider nie hier rauskam. Und, ja, und natürlich Star Fox 2, das damals nicht erschienen ist. Ja, und dann haben sie hier wohl Vortex gemacht und Nintendo, ich weiß nicht, war der Vertrag zu Ende oder sie wollten das Spiel nicht haben. Ja, bisschen schade, aber nun gut. Und dann wird das hier von irgendeinem anderen Publisher herausgebracht. This is Hard Shell Mode. This is a Defensive Mode. Aha. Komm. Bonus-Container. Ja, komm, gibt's jetzt hier nicht Titelbild? Ah, da. Okay. Ja, lassen wir mal so. Ach, lassen wir alles so. Steuerung! Okay. Ich dachte, ich gucke mir sie einfach an, aber das ist ja wie ein Tutorial. Left to turn left. Okay, right. Push up to go faster. Ah, das ist ein bisschen wie Gun Griffin. Er reagiert aber nicht besonders gut. Y to fire left weapon. Oh, geil. A to fire right weapon. Kann ich beides gleichzeitig? Cool. X to jump. Face backwards. Oh, 180 Grad Drehung. Krass. Hold on L, press X for Jet Mode. Oh. Cool. Wie for Landburner. Die haben alle nur den Laser. For Hard Shell Mode. Aha. Press L und R together. Oh. Boah, sich das alles zu merken, ey. Hold on R, press. Mein Gott. Wow, ist das überladen. Aber es sieht schon cool aus. Hold on L, press
Left Control Pad to switch. Ach so. Press Select to transform. Okay, das ist eine sehr überladene Steuerung. Das kann man sich ja gar nicht merken. Aber egal. Sehr ambitioniert. Ich fand die Steuerung bei Star Fox 2, wenn man da in dem Walker-Modus ist, viel besser als das hier. Also zumindest intuitiver. Kann auch nicht sagen, ob es besser ist. Wisst ihr was? Wir starten direkt mal ins Spiel. So, The Vortex. Travel through the Vortex. To the Akido System, where the Akido forces await and the pieces of core are hidden. Aha. Destroy as many of the enemy fighters as possible to hinder their chances of. Was? Ja, komm. Ich mach einfach. Ich guck ja nur mal kurz rein. Ui. Wo ist er? Bam, bam, bam. Okay. Jetzt habe ich nur noch eine Rakete. Scheiße. Soundeffekte sind geil, aber die sind halt, glaube ich, auch von Star Fox übernommen. Musik ist cool. Bisschen heimcomputermäßig, wo ich ja eigentlich nicht so drauf stehe. Wow, was haben wir denn da Riesiges? Ba 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 bam ba bam. Okay, das ist cool. Warum hat er den jetzt nicht anvisiert? Ich kann nicht nochmal die Waffe wechseln. Oh, nein. So, kennen. Okay, cool. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal hier beim Laser. Ja, Raketen habe ich keine mehr. Dann schalte ich mal hier auf das andere. Ich versuche mal ein bisschen Gas zu geben. Aber ehrlich gesagt, ich fühle das Geschwindigkeitsgefühl nicht. Das ist natürlich auch blöd. Man hat keinen Boden hier. Man fliegt im All. Kann ich das kaputt machen? Aber das war doch irgendwas zum Einsammeln, oder nicht? Weil ich baller auch drauf. Natürlich genau im falschen Moment. Ja, Energy Bonus. Genau im falschen Moment, dass die Erklärung weggeklickt. Ba 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 bam. Das ist schon geil. Okay, das ist, schätze ich mal, gar nichts. Gut, dann fliegen wir weiter. Wow. Kann man aber auch schlecht verhindern, die gegnerischen Treffer. Ja, einfach schneller abschießen. Da sind das auch Gegner? Ja. Oder Kometen oder was weiß ich. Diese Pseudopartikeleffekte finde ich super. So, aber so richtig spannend ist der erste Level ja nicht. Muss vielleicht auch nicht. Man muss ja erstmal reinkommen. Kann ich das kaputt machen? Muss ich das kaputt machen? Muss ich da durchfliegen? Komm, wir fliegen mal drauf zu.
Ich komme mir so langsam vor. So, was hat das jetzt gebracht? Also noch ist es ein sehr viel lahmeres Star Fox, will ich mal sagen. Gut, ich kann mich transformieren. Soll ich das vielleicht mal machen? Jetzt ist es absolut Star Fox. Wie habe ich das nicht eingesammelt? Oh, shit, 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 shit. Oh, fuck. Das ging ja jetzt schnell. Scheiße, Mann. Fange ich jetzt wieder von vorne an? Das ist nicht euer Ernst. Och, Leute, nee, echt jetzt. Ich meine, das war nicht schwer. Wenn ich mich nicht in den Jet verwandelt hätte, dann wäre das wahrscheinlich gar kein Thema gewesen. Aber es ist halt sehr langweilig gewesen bis dahin. Also die hätten zumindest einen Checkpoint machen können, als ich durch dieses Tor geflogen bin. Meiner Meinung nach. Aber meine Meinung gilt ja nicht. Bin ja kein Spieldesigner, ne? Also, hab ja keine Ahnung. Ich bin ja nur Kunde. Und was hat der Kunde schon zu melden? Verwandle mich einfach nochmal. Okay. So. Ja, den hätte ich eben gebrauchen können, den Energy Bonus. Wo bist du? Komm her, du Lump. Shit. So, nochmal den Fehler mache ich nicht. Auch wenn es jetzt dauert. Dann dauert es halt ein bisschen. Das ist schade, mit dem Jet rumfliegen macht wirklich Bock. Die Schiffe erinnern mich sehr an die Vipern aus Battlestar Galactica. Ja, was kann ich noch sagen, Freunde? Technik finde ich gut. Also ich mag ja den FX-Chip-Look.
werden viele wahrscheinlich heute sagen, kann man nicht mehr spielen. Ist mir völlig Wumpe. Ich habe Star Fox 2 sehr genossen. Wer es nicht weiß, der soll sich mein Review dazu ansehen. Verzeihung. Immer diese Nase. Aber ich bin auch irgendwie dauererkältet. Wo sind denn die kleinen Säcke? Es ist auch nicht immer ganz leicht. Man will meinen, der hat hier einen Aim Assist drin. Gibt es auch, aber trotzdem. Trotz dieses Aim Assists und sogar Fadenkreuz, das darauf zeigt, bei Star Fox kann man besser auf die Gegner ballern. Ich nehme mal an, dass die Level auch nachher ein bisschen freier wären, sonst wäre es ja bescheuert, wenn man diese ganzen Transformationsmöglichkeiten hier hat und die werden nicht genutzt. Ich habe auch gelesen, bei Argonaut waren Transformers-Spiele in Arbeit, aber laut eines Interviews, das 2015 oder so entstanden ist, hat das nichts hiermit zu tun gehabt. Also sie hatten wohl zwei Transforming-Robot-Games in Entwicklung, wenn man so will. Schwer zu glauben, aber ja, vielleicht ist es so. Defeat the Warrior Krixus. Okay. Alter, what the fuck? Okay, so kann er mir eigentlich nichts anhaben. Ja, wieso treffe ich den nicht? Du sollst dich verwandeln. Ja, super. Oh. Leute. Und alles nochmal? Willst du mich verarschen? Ey, come on, Freunde, das ist nicht euer Ernst. Alles nochmal. Kein Checkpoint beim Boss, den man nicht richtig treffen konnte. Ich versuche jetzt mal einfach durchzuflitzen. Ich flitze jetzt hier durch, mache alles kaputt. Keine Ahnung, was mich hier trifft. Ich verpiss mich einfach. Okay, das will ich aber einsammeln. Die Lebensenergie.
Sag mal, treffe ich den überhaupt? Was? Moment, der ist doch explodiert. Der ist explodiert und ich bin explodiert. Oder? Habe ich das falsch gesehen? Passwort, wozu ein Passwort? Ich bin im ersten Level. Das ist ja der Hammer. Also ich weiß nicht, ob die sich mit dem ersten Level so einen Gefallen getan haben, ne? Also das erste Level ist super einfach eigentlich. Wenn man es einmal so ein bisschen raus hat. Der Boss ist scheiße. Ich glaube, ich hatte die richtige Taktik, einfach die Geschosse wegtanken in diesem Hardshell-Modus und dann drauf ballern. Aber irgendwie, der hat den auch kaum anvisiert. Ah, sieh mal an, da bekommen wir was zu sehen. Also, ich weiß nicht. Es steuerte sich gut, da kann man sich dran gewöhnen. Das Zielen, das fand ich jetzt nicht so gut. Schade. Das erste Level ist wirklich scheiße und Freunde, ich habe jetzt keinen Bock, mich da jetzt nochmal 20 Minuten durchzukämpfen oder was weiß ich. Das sieht cool aus. Ja, ich weiß nicht. Damals hätte ich mich wahrscheinlich damit beschäftigt. Aber, schade. Gutes Konzept, Steuerung finde ich auch ordentlich, wenn man sich dran gewöhnt hat. Optik mag ich. Also mir gefällt vieles daran, aber das ist einfach schlecht ausbalanciert. Weiß nicht, ob die späteren Level und Bosse auch so ätzend doof sind. Egal, Freunde. Ich glaube, man bekommt es relativ günstig. Und wer was ähnliches wie Star Fox sucht, auch mit der gleichen Technik. Ja, also... Ich finde es beim ersten Einspielen jetzt nicht so übel, aber ich glaube, man hätte es leicht besser machen können. Na gut, Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Dann sage ich, wir lesen und schreiben und hören uns das nächste Mal. Bis dann.